Hallo, liebe Filmfreunde, hier ist euer Forhees80 mit einem neuen Mediabook-Unboxing-Video für euch. Und ich habe euch ja in den letzten Wochen das Mediabook vorgestellt zu Castle Freak aus dem Jahre 2020 von JB Entertainment bzw. von Names wird das veröffentlicht. Und davon habe ich ja auch ein Forhees80-Video gedreht. Und wie der Film ausgefallen ist, da könnt ihr gerne mal reingucken. Aber auch da habe ich erwähnt, ich möchte auch gerne mal das Originale sehen aus dem Jahre 1995. Das habe ich auch getan, dank den lieben Ebbe. Und es hat mich so überzeugt, dieses Original Castle Freak, dass ich mir auch da direkt bei dem Videodreh gleich das Mediabook gekauft habe zu diesem Film. Da gibt es ja verschiedene auch. Ich habe mir jetzt für mich persönlich schönste Motiv entschieden, nämlich von Wicked Vision, das Cover-A-Motiv hier mit dieser wunderschönen Gezeichnung von Osborne. Und muss gestehen, das Motiv gefällt mir hier wirklich am besten, also wieder mein eigener Geschmack. Es gibt ein weiteres Cover-Motiv, das ganz normale Kinoplakat, das schaut hier so aus. Auch das schaut sehr schön aus, aber für mich ganz ehrlich gefällt mir das ja ein Tick besser. Alle beide Mediabooks sind jeweils auf 888 Stück limitiert und von daher sind sie auf jeden Fall noch einigermaßen noch gut zu haben. Das habe ich jetzt eben Amazon gekauft, bei Medimobs, ja, war gebraucht und ja, es hat gebraucht Spuren, aber ganz ehrlich, so im Großen und Ganzen schaut das Mediabook dann doch ganz noch gut aus. Und jetzt auch hier in der Blu-ray-Version und auch da wird auch dann der Film noch mehr im Play landen, aber mit der Blu-ray-Version und auch noch hier mit dem Booklet durchlesen. Aber keine Sorge, es gibt kein weiteres Forhees80 dazu, sondern eher eben dann eine Besprechung im Filmtagebuch, was Schönes hier in diesem Booklet drin stehen wird. Ja, ich habe auf jeden Fall zugeschlagen, hat auch einen normalen Preis gehabt von 28 Euro. Wollte jetzt nicht mal original verschweißt und ein paar Schrammen hat das mit dem Book auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, für den Preis kann man jetzt eigentlich hier nicht jammern. Überall war es eigentlich ausverkauft, ich habe bei Brez wieder geguckt, da war es nicht mehr verfügbar. Und von daher dachte ich, okay, komm, nehmt einfach mal mit. Für den Preis kann man jetzt nichts verkehrt machen. Und ihr könnt euch ja mal angucken. Und jetzt gehen wir gleich mal in die Ego-Perspektive über und gucken uns mal Castle Freak aus 1995, das Mediabook mal genau an. Und mal schauen, was ich noch alles zu bemängeln habe. Bis gleich. Jetzt sind wir auch schon in der Ego-Perspektive und hier schon mal das wunderschöne Artwork zu Castle Freak aus dem Jahr 1995. Und ich bin echt froh, genau das Motiv zu bekommen, weil das wollte ich echt unbedingt haben. Ja, hier auch der Künstler, der sich hier verewigt, Osborne aus dem Jahr 2014 hier auf jeden Fall. Und wenn wir hier das Motiv mal angucken, ich finde es wirklich wunderschön gezeichnet, wie ich finde persönlich. Ist aber immer wieder Geschmackssache. Mir gefällt das hier sehr gut. Und hat auf jeden Fall einen gewissen Flair, auf jeden Fall. Die Mediabooks sind auch schon ein bisschen länger auf dem Markt. Seit dem 14.12.2018 hat es Wicked Vision eben hier veröffentlicht. Und jetzt eben 4 Jahre später habe ich es eigentlich in meiner Hand. Aber muss wirklich sagen, also von Medimobs kann man eigentlich jetzt nicht bemängeln. Ihr seht hier schon oben fast keine Kanten abgestoßen, auch und auch nichts eingedellt. Also hier schaut es wirklich sehr gut aus noch. Und dann gehen wir dann mal zum Spine über. Auch hier eben das Wicked Vision Logo, das Auge. Und hier Castle Freak. Und unten nochmal dann eben die Full Moon Nummer 3 Collection. Und eben dann das Blu-ray Disc Logo. Ja, das ist natürlich, können wir einigen stören. Mich stört es natürlich auch, weil ich müsste einfach für alle anderen auch noch haben. Und dann haben wir hier Full Moon Collection Nummer 3. Warum Full Moon Collection? Was eben hier eben von den guten Charles Band eben hier veröffentlicht wurde, weil eben auch Full Moon ja auch das Label besessen hat, wo er auch hier Puppet Master ebenfalls gemacht hat. So viel schon mal zu der Inhaltsangabe zu dem Film, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Und hier der Kultfilm von Stuart Gordon im unzensierten Director's Cut erstmals komplett digital überarbeitet und mit massig Bonusmaterial. Und hier noch ein Bonusfilm dabei, The Evil Zealotry Man. Und ein Soundtrack ist mit dabei zu Castle Freak, also auch hier schon mal wirklich extrem viel dabei. Und hier schon mal eben dann ein paar Szenenfotos, auch hier diese wunderbare Szene hier wunderschön gemacht. Und auch hier nochmal den Freak zu sehen und hier eben dann noch die Credits. Und hier in den roten Balken haben wir hier die ganzen technischen Daten. Und ihr seht hier schon, wir haben hier verschiedene Tonspuren drauf, Deutsch, Englisch, Master Audio 2.0 und natürlich auch ein Englisch Master Audio 5.1. Der Film geht 95 Minuten in der ungekürzten Fassung und hier haben wir wirklich einiges an Bonusmaterial dabei. Ein 24-seitiges Booklet von Christoph N. Kellerbach geschrieben, ein Vorwort von Stuart Gordon und Hintergrundinformationen. Ja, das sind nicht gebraucht natürlich für das Video,
dann noch zur Filmmusik, Vorwort von Charles Band, Audiokommentar und hier noch einiges mehr. Video Zone hinter den Kulissen von Castle Freak, ein Original-Trailer, also hier Bonusfilm The Evil Clergyman und hier Premiere von The Evil Clergyman und auch das Soundtrack-CD zu Castle Freak. Also hier ist wirklich einiges geboten auf der Blu-ray-Disc, also hier kann man sich wirklich nicht beschweren. Und jetzt hier oben ist ein bisschen eingedellt, auch hier unten ein bisschen, hier ein kleiner Kratzer, aber ansonsten hat dieses Mittelbuch hier wirklich keine großen weiteren Schäden davon getragen. Und wir schlagen einfach hier mal auf und hier schauen wir uns dann schon mal die Blu-ray-Disc entgegen, Wicked Vision, die Blu-ray-Disc zu Castle Freak. Und hier sehen wir nochmal ganz kurz, ganz gut. Und dann haben wir eben hier ein Hintergrundmotiv, was eher ja, verwaschen ist. Man kann es natürlich erahnen, dass hier eben dann der Freak zu sehen ist. Aber es sieht ja schon ganz cool aus. Passt natürlich auch zu dem ganzen Flair von diesem Mediabook und auch zu dem Film. Wir wollen auch hier keine hochauflösende Bildqualität haben von dem Film, einfach aus dem Grund, er hat so einen kleinen ja, Trash-Moment mit dabei und ich muss wirklich sagen, der Film hat mir wirklich sehr gut gefallen. Könnt ihr auch gerne da auch mal das Video angucken, jetzt gleich hier in der Infobox mit verlinkt. Und jetzt erstmal hier das Booklet, ist eben hier reingetackert und hier ein Vorwort schon mal hier, auch recht groß geschrieben hier, Vorwort von Stuart Gordon. Und auch ein paar hier, ein paar schöne Szenen aus dem Film, ein bisschen dunkel gehalten. Und hier Splatter-Horror-Garantie, die Entstehung von Castle Freak. Ja, genau das hätte ich gebraucht für das Video. Wohi, schaut an, um euch natürlich einige Informationen noch zu geben zu können. Aber leider habe ich es natürlich nicht gehabt. Aber jetzt hier kann ich mir das mal durchlesen. Dann hier Charles Band, ein Herz für B-Movies. Und hier seht schon mal wirklich sehr viel Text dabei und natürlich auch hier ein paar schöne Szenen noch mal dabei. Ja, natürlich diese Szene natürlich hier wird natürlich mehrfach beleuchtet, aber es muss auch, ist auch die schönste Szene vom ganzen Film. Dann hier das Grauen steigt an die Öffentlichkeit, die verschiedenen Versionen. Castle Freak und der päpstliche Segen. Und hier kleine Ketten können ihn halten, sind keine Ketten können ihn halten, The Making of Castle Freak. Also hier ist wirklich auch richtig schön Informationen enthalten in diesem Booklet, was sehr interessant ist. Und hier entfesselter Horror, die Musik von Castle Freak. Und dann sind wir auch hier schon auf den letzten Seiten angelangt. Und hier nochmal die Soundtrack-Liste von der CD. Auch das ist mit dabei. Und dann sind wir auch hier schon komplett durch. Noch die Credits. Und hier nochmal eben das Original-Kinoplakat. Auch das natürlich schaut sehr schön aus. Und hier nochmal eben dann nochmal der Freak nochmal an sich. Und hier haben wir eben dann nochmal dann zum Schluss die Soundtrack-CD direkt vorliegen. Auch das natürlich ein sehr schönes Gimmick, was ich immer gerne mal reinhöre. So, und auch ein Hintergrundmotiv gibt es auch noch hier einmal hier mit diesem schönen Szene hier aus dem Film. Und kann sich auf jeden Fall hier wirklich sehen lassen und bin wirklich froh, genau das Motiv noch bekommen zu haben zu einem extrem guten Preis. Und ja, würde mal sagen, wir gehen nochmal ganz kurz zurück zum Hauptschirm und bis gleich. Ja, das war das Mediabook zu Castle Freak und ich muss echt sagen, ein sehr schönes Teil und für einen guten Preis bekommen. Obwohl es schon lange ausverkauft ist, hier nochmal herzlichen Dank an Amazon bzw. an Medimobs für die gute Qualität noch von diesem Mediabook. Und ja, auf den Film freue ich mich jetzt mal auf Blu-ray anzugucken und auch dann in den Soundtrack CD anzuhören. Und dann gibt es auch noch meine Filmbesprechung bzw. meine Booklet-Besprechung dann in einem Filmtagebuch, sobald ich den Film angeguckt habe. Wenn der Film auch was für euch sein könnte, guckt am besten auch da direkt mal rein in das Castle Freak Wochische an wieder. Auch das ist gleich hier hinten mit verlinkt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Video wieder. Bleibt bis dahin schön gesund. Tschüss mit Ö und... Thank you.